Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Post von oder nicht oder doch bekommen und ich würde sagen, wir machen es mal auf. Ich guck mal. Ich glaube, es geht nicht ohne auf, um ehrlich zu sein. Der Karton ist auch ein bisschen kaputt. Aber ja gut. Geht dazu. Oh, okay, der fällt schon quasi auseinander, wenn man es aufmacht. Egal, ich räume mal eben alles raus. Ja, und zwar habe ich dort was bestellt. Einmal gab es hier einen kleinen Sticker dabei. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt. Ich habe von denen schon mal einen Kalender gehabt. Also ich habe mir hier auch einen Kalender fürs kommende Jahr bestellt. Und die hatten früher schon so einen Sticker dabei. Aber ich glaube, früher war der noch so von der Oberfläche noch so glatter. Ja, da gab es ein bisschen Goodies dabei. Und zwar einmal hier diese Karte von uns. Für dich mit ganz viel Herz. Schön auch im Weihnachtsdesign, doch mit diesem Gold richtig hübsch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Nee, ich wünsche dir viel Spaß mit deinen neuen Lieblingsstücken. Wenn du Lust hast, kannst du ein schönes Foto damit machen und es bei Instagram mit @oder-nicht-oder-doch.de oder Hashtag mach ich nicht nur heute taggen, um an unseren monatlichen Aktionen teilzunehmen. Am Ende des Monats wählen wir das schönste Bild aus und schicken dem Gewinner eine kleine persönliche Überraschungsbox zu. Frohe Weihnachten wünscht dein Team von oder nicht oder doch. Ja, dann gab es dabei, ich will mal gerade überlegen, nee, den gab es. Ich habe nämlich so ein Set bestellt. Ich meine, der war aber nicht dabei. Ich glaube, den gab es als Goodie. Udo, schöne Weihnachtszeit. Ja, Block kann man immer gebrauchen. Dann, ich meine, das wäre jetzt in diesem Set. Da gibt es ein Schreibset. Glücklich steht dir gut. Ich habe auch mal so hübsche Designs. Bleistift und Radiergummi. Ich meine, das war nämlich mit in dem Set drin. Da haben wir jetzt zwei Bleistifte. Hier steht auch mal nochmal glücklich steht dir gut und so ein kleines Herzchen. Und nochmal ein Radiergummi und auch hier ist so ein kleines Herz. Seht ihr das? Richtig niedlich. Aber man konnte den Kalender einmal einzeln bestellen und einmal als Set. Und das Set fand ich ganz interessant, deswegen habe ich das als Set bestellt. Das ist der Kalender, den schauen wir uns gleich an. Dann gab es hier so ein Täschchen dazu. Das fand ich persönlich ganz cool, weil ihr könnt schon sehen, ich habe dieses Mal einen A5-Kalender ausgewählt. Sonst hatte ich meistens, ja, der war doch immer etwas größer als A5. Und hier kann man den toll reinmachen und dann in die Tasche. So habe ich mir das nämlich gedacht, in die Handtasche, dann kommt da auch nichts dran. Das wird mein Jahr, steht hier drauf. Und okay, das ist ja genau, das war glaube ich auch in dem Set. Ich schreibe hier drauf Paketbingo. Im Schlafanzug die Tür aufmachen, bei Ankunft des Paketes vor Freude getanzt, aus Versehen alte Adresse angegeben, an einem Tag mehr als 5 Pakete bekommen, den Paketdienst auf der Straße getroffen, falsches Paket bekommen. Paket in einer Filiale abgeholt, vom Türklingeln geweckt worden, Paket für Nachbar, Nachbarin angenommen. Ja, sehr, sehr gut. Finde ich schön, dass sie das hier nochmal so einpacken und schaut mal hier. Hier mit so einem Herz. Also, das finde ich hübsch. Die verpacken das auch immer ganz süß. Dann haben wir hier einmal eine Postkarte. Da steht drauf, 2023 wird mein Jahr. Mein schönster Tag, mein spannendes Abenteuer, mein größter Erfolg. Es könnte sogar sein, dass ihr diese Karten hier, also diese Karte zum Beispiel dort auch extra kaufen könnt. Vielleicht auch den Block, das weiß ich nicht.
kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Genau, das habe ich separat bestellt, mein Finanzplaner. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt. Ich glaube, der war einzeln separat. Genau, und ich fand, der hat eine hübsche Größe. Etwas größer als das hier. Und ich habe gedacht, so als Vorlage für vielleicht dann irgendwann mal spätere Jahre, wie sowas überhaupt aufgebaut ist. Oder vielleicht haben die das ja nächstes Jahr auch wieder. Wobei hier steht ja kein Jahr bei. Also das könntet ihr auch beliebig benutzen. Meine Fixkosten. Und dann hier monatliche Ausgaben, offene Rechnungen. Meine Verträge. Ja, fand ich ganz interessant, deswegen habe ich das mal mitbestellt. Und hier haben wir noch einen Stickerbogen mit so floralen Designs und Herzchen. Aber wir wollen uns mal den Kalender anschauen. Ich mache den mal kurz auf. So. Ja, so sieht er aus. Nochmal Kalender 23 und hier ist so ein Herzchen. So ein Stoffdesign. Nehmen wir mal das raus, da sehe ich schon was. Huch. Behalte mit diesem Kalender all deine Termine und To-Dos im Blick, ohne dich selbst und deinen Bedürfnissen aus dem Auge zu verlieren. Wir wollen dir dabei helfen, achtsam zu sein und jeden Monat den Fokus auf ein anderes Thema zu legen. Von Akzeptanz und Dankbarkeit bis hin zu mehr Selbstbewusstsein. Wir geben dir Tipps und Anregungen an die Hand, mit denen du wachsen und lernen und zu dir selbst finden kannst. Beantworte spannende Fragen, nimm dir Zeit und verbringe ein glückliches, achtsames Jahr 2023. Eine Woche auf zwei Seiten mit Platz für Notizen und schöne Gedanken. Wöchentlich wechselnde Reflexionsfragen, Monatsübersichten mit Habit Tracker, Infos und Anregungen zu 12 verschiedenen Themen rund um die Achtsamkeit und ein praktisches Lesezeichen. Gut, dann gucken wir da nochmal rein. Also schönes florales Muster. Auch hier. Hier steht, hier ist Platz für einen Briefumschlag, in dem du schöne Erinnerungen und deine Gedanken sammeln kannst. Ich glaube, ich hatte einmal einen Kalender von denen. Oder das war der von der zweiten Firma, die ja auch damit was zu tun hatte oder immer noch hat, das weiß ich nicht. Von Joe und Judy. Die hatten so ein Einschubfach hier hinten. Also Lesezeichen ist, denke ich, das hier. Dieses Band. Und das, ja. Und hier ist so ein Band drin, da kann man dann immer gleich hingehen, wo man hin muss. Der Kalender mal gehört. Und dann ist das hier entsprechend unterteilt. Habit Tracker. Und wir gucken uns einfach den Januar mal an. Also wir haben einmal eine Übersicht, eine Komplettübersicht. Dann sind hier so ein paar Tipps und Tricks irgendwie. Und dann habt ihr eine Woche auf zwei Seiten. Und hier zum Beispiel steht jetzt, da habe ich das letzte Mal meine Angst überwunden. Achso, das ist sogar noch von Dezember. Hier fängt ja der 1. Januar an. Und so ist das quasi immer aufgebaut. Hinten noch Platz für Notizen. Ja, weil ich hatte tatsächlich dieses Jahr keinen Kalender und habe überlegt, ich sehe gerade, hier ist auch nochmal so ein florales Muster, und habe halt überlegt, okay. Kalender wäre schon praktisch, weil wenn du keinen hast wegen Termine, ist immer so ein bisschen blöd. Und dann habe ich das hier als Set gesehen, habe ich mir gedacht, okay, wunderbar. Dann kann ich den Kalender hier reinpacken und kann den mir in die Handtasche machen. Der ist nicht zu groß, der ist nicht zu schwer, das geht da noch. Ja, sehr cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich hatte schon mal von oder nicht oder doch einen Kalender. Ich habe auch so ein paar andere Sachen noch von dem. Oder halt von Joe und Judy hatte ich halt auch mal einen Kalender. Und bisher waren die Sachen wirklich immer super. Also ihr seht ja auch, mit was für einer Liebe die diese Sachen halt immer designen. Also richtig
Richtig hübsch. Ja, freue ich mich auf jeden Fall. Werde ich dann die Tage mal einrichten, damit ich dann auch ins Jahr 23 starten kann. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ba 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 ba